So, im dritten Schritt wird es jetzt lustig. Jetzt schauen wir uns mal die Charaktere und die Eigenschaften und ihren an und versuchen daraus eine Zielgruppe zu definieren. Im klassischen Marketing ist es ja immer eine demografische Zielgruppe, also darunter versteht man, ich konzentriere mich auf Männer, ich konzentriere mich auf Frauen, auf Altersgruppe, auf Frauen mit Kindern, Frauen ohne Kinder, welche in der und der Gehaltsklasse, welche in jener regionalen Einzugsgebiet und so weiter. Und man versucht auf die Art und Weise eine Zielgruppe zu machen. Weil das aber fast alle im Marketing machen. Und wenn jetzt jemand, ich sag mal, ein Nahrungsergänzungsmittel anbieten möchte, die kommen alle auf die gleichen Kriterien mehr oder minder. Und hinterher, obwohl sie eine kleine Zielgruppe oder obwohl sie sich eine Zielgruppe rausgesucht haben, also sagen wir mal, alle Sportler im Umkreis von 50 Kilometern und damit sie Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wäre es vielleicht noch interessant, wenn sie, sagen wir mal, so ab 30 sind, vielleicht auch ab 40. Das ist aber ungefähr so, also erstens, auf diese Kriterien kommen alle, die Nahrungsergänzungsmittel anbieten wollen. Und zweitens ist diese Gruppe immer noch riesig. Also im Umkreis von 50 Kilometer von einer, selbst wenn es nur eine mittelgroße Stadt ist, hast du da ein paar hunderttausend Menschen, die in diese Zielgruppe reinpassen. Es ist ungefähr so, wie wenn du Werbung machen möchtest für Autofahrer. Autofahrer ist jeder und keiner. Und du kannst dich an Google AdWords hinterher tot bezahlen und endest immer in irgendeinem Preiskampf. Das ist dann zu guter Letzt der einzige Parameter, willst Radkappen verkaufen oder so, dann ist der einzige Parameter der Preis, weil Radkappen gibt es an jeder Hausecke, in eBay, in Quokka, in Amazon, ATU bietet welche an und so weiter. Also mittlerweile gibt es das in Firlefanz im Kaufland, also im großen Warenhaus. Und damit kannst du im Prinzip nur noch über den Preis gewinnen. Und aus diesem ruinösen Preiskampf wollen wir ja raus. Deswegen ist der Ansatz mit einer psychografischen Zielgruppe, das ist jetzt Charaktereigenschaften deiner Menschen, die du bedienen möchtest. Viel intelligenter, da brauchst du nur drei Stück zu miteinander zu kommunizieren und du hast, man kann das dann natürlich, also wenn du jetzt ein regionales Geschäft hast, und hast drei psychografische Eigenschaften deiner Lieblingsmenschen herausgearbeitet und kombinierst das jetzt noch mit einem Umkreis von 20 oder 50 Kilometer um deinen Wohnort. Und auf einmal wird die Zielgruppe ganz klein. Und es wird dadurch auch billig für die Werbung zu machen. Und das eigentliche Ziel, was dahinter steht, ist, in dieser kleinen Zielgruppe möglichst schnell der Erste zu werden. Und zwar nicht im Kopf, sondern im Herz von der Zielgruppe. Also, jetzt mal analysieren. Was sind die immer wiederkehrenden Charaktereigenschaften, die du hier aufgeschrieben hast und die du daraus erkennen kannst? Was hast du am häufigsten aufgeschrieben, zum Beispiel bei den Charaktereigenschaften? Und versucht das mal raus zu filtern und vielleicht auch zu priorisieren. Also gruppieren eigentlich die Leute. Die Leute haben die Eigenschaft sowieso. Jetzt geht es nicht nur ums Sortieren der Personen, sondern um zu gucken, welche Charaktereigenschaften hast du am häufigsten aufgeschrieben und die mal zu priorisieren. Also ein Anhaltspunkt ist, die Charaktereigenschaften sollten ja oben beim ersten Punkt schon hinten dran stehen. Okay, dann fang damit an, schreib zu den Namen einfach für jeden mal schnell runter die ein, zwei wichtigsten Charaktereigenschaften, warum ihr diesen Menschen mögt. Also eben, wo du gesagt hast, jetzt
ist es mir danach, den einen oder anderen von denen anzurufen, mach die Augen zu und schreib auf, warum. Horch in dich rein, was hochkommt, was das ist, was diesen Menschen für dich wertvoll macht, und schreib diese Punkte auf. Also, 10 Minuten, go!